So, liebe Leute, und weiter geht's mit dem Zeitfahrern in den Gebieten, wollte ich schon sagen, in den auf den Rundkursen des dritten Grand Prix. Tut mir leid, dass ich beim letzten Mal etwas herumeditiert habe am Video, aber ich wollte nicht daraus zwei Parts machen. Und wir verzichten wieder mal ganz auf den Turbo. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo hier ganz am Anfang die ganzen Items verstreut sind, genau. Toll. Sind die da scheiße platziert. Tada! Okay, aber wenn ich jetzt weiß, wo die sind, dann kann ich mir das auch toll merken. Und die blöde Beach wird sich gleich... dumme Steuerung, die wird sich jetzt wahrscheinlich warpen. Wenn die das Grüne hat. Nee, die fliegt. Auch gut. Dann werde ich es ihr gleich tun. Ich werde gleich ziehen. So, dann schnappe ich mir jetzt... fast. Ich hasse diese Strecke. Die ist so... Egal. Jetzt nehmen wir uns die da vorne und dann können wir den Warp benutzen. Eins, zwei und... Ich habe die Kraft! Wie unfair. Da habe ich mich schon gefreut. Nein, brauchen wir nicht. Ende. Mann. Wer soll das doch aufnehmen? Mein Gott. Ich glaube, das Rennen müssen wir auch nochmal machen. Weil ich glaube, selbst mit einem einzigen Warp kriege ich die jetzt nicht eingeholt. Abwarten. Ich wusste es. Aber dass man auch an dieser scheiß Stelle rauskommt. Nochmal machen müssen. Grafikfehler, Greggy. Da da bap. Du bist im Ziel, aber du hast nicht gewonnen. Naja, machen wir es nochmal. Hab. Ich krieg's immer noch nicht hin. Liebe Leute. Ist das bei jeder Strecke anders? Keine Ahnung. Jetzt schaue ich auf jeden Fall meinem blöden Fahrstil zu. Ha! Ich habe die Kraft! Nee, Frequenzen, die man nicht hören kann! Wow! Meine Güte. Ist dort eins? Nein, natürlich nicht. Tschuh. Jetzt nehmen wir dich mit. Und dann nehmen wir dich mit. Und dich dahinter der Wand nehmen wir jetzt auch mit. Hui, die ganzen Totenköpfe. Mein Fahrer müsste... Na, verdammt. Mein Fahrer müsste sich hier eigentlich pudelwohl fühlen. Wusch. Juhu, direkt mal zwei abgesahnt. Ach, das wird erstmal dauern, bis wir wieder die nächsten kriegen. Flieg und Sieg! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Ich überlege gerade, ob dieser Spruch auch als, für so, als Rede, so für Politik missbraucht werden könnte. Eigentlich ja schon. Was meint ihr? Kann man als Politiker sowas sagen? Sowas wie, yes we can, das gleiche halt nur mit, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, wenn ihr mich wählt. Ich glaube, das wäre ein super Wahlspruch für jemanden, der, so, hier, wie heißt es? Nicht Marktforschung, so, Weltallforschung. Räusper, räusper.
Weltallforschung. Ja, auf jeden Fall hier mit Mars besiedeln und sowas alles. Das sind ja jetzt die nächsten Missionen, die die in Angriff nehmen wollen. Zu schauen, wie das alles funktioniert. Ob man den Mars besiedeln kann. Ob man an Piratenschiffen vorbeifahren kann oder nicht. Ob man einen Turbostart kriegt oder nicht. Das mit dem Turbostart, habe ich gehört, wurde gerade schon bestätigt. Ach Gott, da oben. Sehr nett. Und, wie soll man denn da dran kommen, Leute? Entscheidungen. Na. Und die ist wieder zu weit vorn. Na, 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 na. Ich habe die Kraft und ich habe ein Upgrade verfehlt. Genau, übertreib. Also, wir nehmen eins auf. Wir fahren hoch, nehmen das zweite auf. Wenn ich richtig zähle, müssten wir noch das aufnehmen. Gegen die Wand fahren. Ach du Scheiße. Und dann da oben. Und dann fliegen wir los. Und sind knapp hinter ihr. Aber können gleich, wenn wir etwas Grünes bekommen. Nö, da oben ist eins. Verdammt. Auch wieder Warp. Aber das wird jetzt erstmal etwas dauern. Ja, spack ab. Los, los, los! Gib mir! Ach Gott. Ich glaube, das kann ich auch wieder von neu starten. Es reicht nämlich nicht. Außer. Es wird nicht reichen. Fliegt die mit dem Warp ins Ziel. Richtig. Du brauchst nicht übertreiben, Mädchen. Gib einfach volle Power, gib volles Gas, volles Rohr. Ja, nochmal, ich krieg dich. Ich mach dich kaputt, ich zerstech dir deine Reifen. Und ich kriege keinen Turbo diesmal. Eins. Diesmal kriegen wir dich. Bam, 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 bam. Das zum... Das ist doch nervig. Na. Jetzt habe ich den auch noch verfehlt. Sehr schön. Nein, natürlich nicht schön. Da, 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 da. Das Lied gerade erinnert mich irgendwie an Legend of Dragoon. Das ist ein PlayStation RPG. Ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt. Es ist schon etwas älter, aber es ist auf jeden Fall meisterlich. Es ist total klasse. Es hat ein innovatives Kampfsystem, zwar auch rundenbasiert, allerdings eine wundervolle Grafik. Gedanken formatieren, bitte jetzt. So, es hat zwar keine wundervolle Grafik, weil es ist ein PlayStation 1 Spiel. Allerdings hat es meiner Meinung nach eine wundervolle Story. Verdammt gut gemacht, verdammt klasse. Und ich gehe weinen. Vandale! Ich will hier nicht trinken. Verdammt. Auf geht's nochmal von neu. Eben auf die Uhr gucken. Wir haben noch 5 Minuten, knapp 6 Minuten dafür Zeit. Da dürfte es doch möglich sein, dass wir das auch schaffen. Ohne Turbo. Eins. Zack.
Ich musste gleich mal etwas zu Abend. Nein! Leggy. Ich musste gleich mal irgendwas zu Abend essen, weil. Na, heute habe ich noch nichts zu Abend gegessen. Bei der Macht von Grayskull, gib mir was zu essen! Und verfehlt, so wie es sich für einen schlechten Let's Player gehört. Ist die krank? Hoffentlich kriege ich den jetzt mit dem Turbo. Ja, kann ich. Ja, aber bitte! Nervig. Weg. Nochmal von neu, bitte. Klatschen! Beifall! Zufall! Abfall! Zerfall! 1. Eigentlich könnte ich jetzt mehrere Videos, also mehrere Rennen hier nebeneinander laufen lassen, weil das wird wahrscheinlich die nächste Zeit auch noch so weitergehen mit den 1, 2, mit der Pizza. Ich habe Hunger, wenn ich die Pizza hinten sehe. Gib mir Kraft, gib mir Essen. So, jetzt sind wir hier und machen jetzt das gleiche wie die tolle Vroni. Juhu! 1. Nehmen das mit. Das ist doch so krank. Haben wieder 2. Und wenn wir das richtig machen, klappt das nämlich auch. 1. Was zum? 2. Okay, nicht aufregen. Wir sind vorne. Wir sind vorne, das ist auch gut. So mal zur Abwechslung. Da. Und die warpt wieder. Die warpt jetzt jedes Mal. Okay, wir haben den... und... ja, erwischt. Wuhu! Das sollte doch jetzt gut zu schaffen sein. Die wird gleich erst wieder warpen. Daher machen wir das jetzt schon. Und geschafft. Und wir haben noch 2 Minuten knapp Zeit. Gut. Ich danke allen, die mir geholfen haben, dieses Rennen zu gewinnen gegen Ronnie Vault. So, ja, damit sind wir auch schon wieder beim Ende von diesem Part angelangt. Ich werde mich jetzt aufmachen, etwas zu essen jagen, etwas in den Kühlschrank reinrennen, werde mich dort zu Tode frösteln, weil wegen Eiszeit, und werde hoffentlich mit einer erfolgreichen Beute zurückkommen und werde hoffentlich überleben. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.